der Hexenküche des Küchengartens. Jetzt ist es wirklich schon lange her, dass ich euch in meine Hexenküche mitgenommen habe. Und deswegen habe ich mir für das heutige Video etwas ganz Besonderes ausgedacht. Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit arbeite ich wahnsinnig gerne mit Kerzen und Düften, um die weihnachtliche Stimmung hier bei mir zu Hause gemütlich zu halten. Da stellt sich bei mir natürlich immer die Frage, wie ich das mit einfachen Dingen, mit Produkten, die ich schon zu Hause habe, die ich auch sonst verwende, ermöglichen kann, ohne zusätzlich Geld auszugeben und ohne zusätzlich Müll zu erzeugen. Im heutigen Video möchte ich euch drei Möglichkeiten vorstellen, wie ihr euer Haus wunderbar beduften könnt, auf ganz natürlichen, nachhaltigen, ökologischen Weg. Das muss natürlich nicht nur in der Weihnachtszeit sein, sondern je nachdem, wie ihr die ätherischen Öle austauscht, funktionieren diese Methoden auch das ganze Jahr über. Als erstes möchte ich euch einen total einfachen Lufterfrischer zeigen, der aus nur zwei Zutaten hergestellt wird. Die Basis ist Natron und dann natürlich das Duftöl. Natron kaufe ich mir immer gleich in so großen Kanistern. Der ist jetzt 5 Kilo, der hält wirklich wahnsinnig lange. Und Natron findet im Haushalt so viele verschiedene Einsatzmöglichkeiten, dass sich das wirklich auszahlt. Dann braucht ihr einfach noch ein Schraubglas, das ihr sowieso wahrscheinlich zur Genüge zu Hause habt. Die Größe spielt dafür gar keine Rolle. Ich würde sagen, ihr schaut einfach darauf, wie groß der Raum ist, den ihr beduften möchtet. Je nachdem wählt ihr die passende Größe des Glases. Dann habe ich einen Stoffrest, der etwas größer ist als das Schraubglas, um es nachher zu verschließen. Und eine Schnur oder ein Gummiband, um den Stoffrest zu befestigen. Wie gehe ich jetzt vor? Ich habe hier mein Natron. Und fülle damit mein Schraubglas bis zur Hälfte. Dann habe ich hier mein ätherisches Öl. Ich habe passend zur Jahreszeit einen weihnachtlichen Duft. Es geht aber auch Lavendel, Zitrone, das recht preisgünstige Orange. In der Erkältungszeit auch Eukalyptus oder Teebaumöl. Da bleibt euren Präferenzen keine Grenze gesetzt. Und jetzt träufle ich von dem Öl zwischen 10 und 20 Tropfen direkt auf das Natron, je nach gewünschter Duftintensität. Das bleibt euch selbst überlassen, da müsst ihr ein bisschen herumprobieren. Danach verschließe ich das Glas mit dem Stoffrest. Wenn der Stoff nun zu feinmaschig ist, also nicht genug Duft hier oben durchkommt, könnt ihr hier auch ein paar Löcher hineinschneiden. Das werdet ihr dann mit der Zeit schon herausfinden. Bevor ihr das Duftglas an seinen Platz stellt, schüttelt ihr es vorsichtig, um das ätherische Öl mit dem Natron zu vermischen. Und danach könnt ihr den Duft genießen. Der Duft lässt mit der Zeit natürlich etwas nach. Die erste Maßnahme, die ihr da greifen könnt, ist das Glas einfach neuerlich zu schütteln. Dadurch wird wieder eine neue Reaktion ausgelöst und der Duft wird aufs Neue verströmt. Wenn das auch nichts hilft, dann könnt ihr einfach neuerlich ein paar Tropfen des ätherischen Öles auf das Natron tröpfeln. Als nächstes zeige ich euch den allseits beliebten und bekannten Stäbchendiffuser. Den kann man sich wirklich sehr preiswert und ganz einfach selbst herstellen und natürlich ohne jeglichen Müll. Was braucht ihr dazu? Drei Zutaten,
Alkohol. Ich habe hier einen ganz billigen Wodka aus dem Supermarkt. Es geht auch ein Korn. Dann Glycerin. Das wird verwendet, um den Duft mit dem Alkohol besser zu vermengen, als Lösungsmittel sozusagen. Und dann natürlich ein ätherisches Öl eurer Wahl. Ich habe hier ein Lavendelöl. Da braucht man jetzt etwas mehr als bei der vorherigen Methode. Dann braucht ihr ein Glas, was ca. 150 Milliliter fassen kann, mit einem engen Hals oben. Ich habe hier eins von einem gekauften Stäbchen-Diffusor, das verwende ich gleich wieder. Es geht aber auch ein kleines Schnapsfläschchen oder eine kleine Vase, die nach oben hin enger zusammengeht. Dann braucht ihr 5 bis 6 Stäbchen. Da nehme ich jetzt Schaschlikstäbchen, die oben ein bisschen über die Flasche hinausschauen. Und dann ist das Ganze wirklich ganz einfach gemacht. Zuerst füllt ihr das ätherische Öl in das Fläschchen. Das sind ca. 150 Tropfen, 6 bis 8 Milliliter. Darauf folgen ca. 100 Milliliter von Wodka oder Korn. Und 10 Milliliter Glycerin. Das gibt es in Drogerie, Apotheke oder im Onlinehandel. Nun wird das Ganze wieder gut geschüttelt. Nun steckt ihr einfach die Schaschlikspieße oder Holzstäbchen in die Flasche. Und nach ein paar Stunden, wenn sich die Stäbchen mit dem Duftgemisch vollgesaugt haben, beginnt schon die wunderbare Duftentfaltung. Da ich jetzt hier ein gekauftes Set so eines Duftdiffusers hatte, kann ich mir hier sogar noch eine Verschönerung drüber geben. Sonst hätte ich nämlich darauf geachtet, dass das Fläschchen, das ich verwende, natürlich auch dekorativ ist. Als letztes stellen wir gemeinsam einen herrlichen Weihnachtsduft her, den ihr mit der Sprühflasche wirklich einfach im Raum verteilen könnt. Es muss natürlich kein Weihnachtsduft sein, egal welches ätherische Öl ihr verwendet. Der Spray hat immer eine andere Wirkung und so könnt ihr euch wirklich ganz einfach diese Natürlichkeit der Düfte ins Haus holen, ohne irgendwelche zwielichtigen Inhaltsstoffe wie künstliche Duftstoffe oder lästige Verpackung. Was braucht ihr dazu? Es ist wirklich nicht viel, also wirklich wieder eine sehr kostengünstige Methode, Produkte aus dem Handel zu ersetzen. Und zwar haben wir hier 70 Milliliter destilliertes Wasser oder alternativ abgekochtes Leitungswasser. Dann 30 Milliliter hochprozentigen Alkohol, mindestens 40%. Ich verwende hier günstigen Wodka. Es gehen aber auch andere Alkoholreste, die ihr gerade zu Hause habt. Dann 20 bis 30 Tropfen eines ätherischen Öls. Ich verwende hier wieder meinen Winterabendduft und dann eine ausreichend große keimfreie Sprühflasche. Die könnt ihr einfach mit heißem Leitungswasser gründlich ausspülen. Das Ganze gut mischen und ab in die Flasche. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart auf meinem Kanal. Ich hoffe, die Zusammenstellung der Ideen hat euch gefallen. Vielleicht wollt ihr ja selber etwas ausprobieren. Das würde mich sehr freuen. Hinterlasst mir doch eure Meinung in den Kommentaren, was ihr davon haltet, wie es für euch funktioniert hat. Gerne gebt dem Video einen Daumen rauf, um mir zu zeigen, dass ich mehr in diese Richtung produzieren soll. Ich wünsche euch eine ganz schöne Vorweihnachtszeit und hoffe, dass wir uns auch nächste Woche wiedersehen, hier bei mir im Küchengarten. Bis dann!